Hallo und herzlich willkommen bei FlyDaniel.de. Ich zeige euch heute mal, wie das Ganze geht, dass ihr dieses Doesn't Not Exist mal wegbekommt. DE oder EN, was auch immer dran steht. Ich zeige euch heute, wie man die Sachen behebt. Und zwar, zuerst einmal loggt ihr euch auf euren Server ein. Dann geht ihr auf Einstellungen. Dann spult ihr hier bei Einstellungen einfach mal ganz runter. Denn wir brauchen nämlich diesen Reiter. Und zwar den Reiter wird bei euch jetzt irgendwas drinnen stehen. Da macht ihr einfach ein Leerzeichen, also einmal Enter, ich meine einmal ein Leerzeichen. Dann speichert das Ganze. Das mache ich jetzt nicht, weil es nicht mein Server ist. Ich darf darauf nur ein Video machen. Und danach, wenn das erledigt ist, dann, na, bin ich jetzt da, dann einmal Server neu installieren. Und dann, wenn ihr das gemacht habt, ist jetzt eigentlich gar nicht schwer, dann müsst ihr eigentlich nur bei Ressourcen darauf achten. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Extension an, dass ihr bei Lokales mal reinguckt. Ist da ein Deutsch vorhanden oder nicht oder Englisch bloß? Wenn da Deutsch auch vorhanden ist, dann könnt ihr in die Config gehen und könnt das Ganze natürlich hier auf DE machen. Sollte allerdings aber DE drinne stehen und es ist kein DE vorhanden, dann kommt das Ingame zum Fehler, dass Doesn't Not Exist steht. Und ja, wenn ihr natürlich Hilfe braucht, könnt ihr auch gerne auf meinen Server kommen. Discord-Server. Ich mache ihn jetzt nicht auf, ich bin zu faul. Es kann natürlich auch passieren, dass ihr eine deutsche Version drinne habt, dass aber auch da eine deutsche Version drinne ist, aber trotzdem Doesn't Not Exist steht. Dann müsst ihr einfach gucken, was das genau ist und müsst es einfach wieder auf Englisch machen. Dann heißt das, eine deutsche Version einfach kaputt ist oder so. Müsst ihr einfach die selber neu erstellen. Wie man das Ganze neu erstellt, werde ich euch auch mal noch zeigen. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, weil das ist eigentlich das Wichtigste, wo eigentlich der Fehler behoben wird. Und ansonsten, ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal.